Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine kleine Mini-Matchbox basteln. So schaut sie aus. Drin versteckt habe ich einen kleinen Weihnachtsmann. Die Maße habe ich auf diesen kleinen Weihnachtsmann angepasst, deshalb auch Mini. Die gibt es ja jetzt überall. Was ihr dafür braucht, das zeige ich euch und sage ich euch. Aber alle Maßangaben findet ihr auch auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. Ihr braucht dafür Farbkarton. Ich habe jetzt Jade genommen. Für die Box unten braucht ihr ein Stück in 19,3 x 15,3. Für die Banderole braucht ihr ein Stück in 14,8 x 7,6. Die habe ich jetzt schon bestempelt und zwar mit den Schneeflocken hier aus dem Set Zuckersüße Weihnachten. Gestempelt habe ich die Ton in Ton, also mit Jade. Dann habe ich hier mir schon ein Oval ausgestanzt. Das ist das zweitkleinste aus den Frameless Stickmuster. Dann habe ich hier schon zwei Schneeflocken ausgestanzt aus dem Glitzerpapier Sternenschimmer. Ausgestanzt habe ich die mit den Framelits Weg zum Weihnachtsmann. Das sind die Framelits, die es passend gibt zu diesem Stempelset. Da sind drei verschiedene Größen bei. Das ist jetzt die mittlere. Ja, die habe ich schon mal ausgestanzt. Das legen wir jetzt erst beiseite. Wir fangen an mit dem Boden. Und zwar falzen wir den als erstes rundherum bei 2,9. Die lege ich mir jetzt rechts an. Also von allen vier Seiten. Und noch ein letztes Mal. So, dann legen wir das Ganze an bei 5,9 und falzen auch nochmal rundherum. Also auch an allen vier Seiten. Und einmal noch. So schaut das Ganze jetzt aus. Ein kleines Wirrwarr an Kästchen. Jetzt müssen wir schneiden. Und zwar schneiden wir uns, ich hoffe, ihr seht das so, wir haben hier außen vier Ecke, die sind alle gleich groß. Davon schneiden wir immer die äußeren weg. Also die drei schneiden wir weg. Die inneren, das werden, also die beiden und diese beiden, das werden Klebelaschen. Diese beiden äußeren, das werden auch Klebelaschen. Und die langen hier außen, das werden auch Klebelaschen. Das hängt damit zusammen, dass ich das doppelt gemacht habe hier am Rand, damit die Stabilität einfach besser ist von der kleinen Box, weil sie halt so klein ist. Wir fangen an zu schneiden. Erst einmal die Ecken. Also ich schneide mir jetzt erst die drei Kästchen immer raus. Thank you.
und an der letzten Seite noch. So, dann haben wir schon mal den ersten Schritt. Wir schneiden aber noch ein bisschen weiter. Und zwar an diesen kleinen Kästchen schneiden wir jetzt hier ein bis zu dieser Falz und an der gegenüberliegenden Seite auch. Und die schrägen wir auch an. Da könnt ihr ruhig ordentlich was abschneiden, vielleicht auch noch ein bisschen einkürzen, damit die sich gleich in der Box nicht in die Quere kommen. Irgendwie schneide ich heute schief. Nun denn, sind ja nur Klebelaschen, die sieht man nachher nicht mehr. So, das gleiche machen wir an der anderen Seite. Einschneiden, anschrägen, kürzen. Und das gleiche an dieser Seite nochmal. Einschneiden, anschrägen und kürzen. Und jetzt haben wir diese beiden großen Felder noch, die schrägen wir uns auch noch an. So. Dann können wir das Ganze nachfalzen. Wo habe ich denn mein Falzbein? Da. Und ich habe doch noch was vergessen. Und zwar müssen wir uns hier die beiden äußeren auch noch anschrägen. Weil die kleben wir gleich nach innen. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Als nächstes kleben wir. Und zwar, da habe ich vergessen zu falzen, einmal nachholen, diese kleinen, da habe ich auch nicht gefalzt, also wirklich Schlamperei, die beiden kleinen Laschen hier kleben wir uns jetzt nach innen. So, das machen wir auf beiden Seiten. Dann nehme ich mir jetzt den Tombow. Da reicht ein ganz wenig, da braucht nicht so viel drauf, weil wir die Laschen ja gleich doch noch verstecken. So, eine Seite, dann die andere. Na, schön gerade. So, jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Als nächstes bringe ich mir dann auf die kleinen wieder Tombow auf. Die
die klappe ich dann schon mal nach innen. Dann bringen wir uns noch Tombow auf die große Lasche an, auf die großen. Kurz festhalten. Vielleicht noch mal mit dem Falzbein rein. Na, so wäre der Boden schon fertig. Dann kommen wir auch schon zur Banderole. Und zwar falze ich jetzt auf der Seite, wo ich gestempelt habe, weil wir das ja dann, also ich falze jetzt hier und knicke das gleich in die andere Richtung. Deshalb falze ich jetzt von dieser Seite. Und zwar falzen wir da als erstes bei 3,7. Als nächstes bei 6,9. Dann bei 10,6. Und noch einmal bei 13,8. So, dann falzen wir das auch einmal nach. Da schneiden wir uns dann hier unten noch ein bisschen was ab von der Klebelasche hier unten. Da reichen so zwei Fitzel, mehr braucht er nicht runter. Dann nehmen wir uns die Box andersrum auf den Kopf, legen uns die Klebelasche auf die Box und so kleben wir das dann zu. Das mache ich auch wieder mit dem Tombow. Da schaue ich dann jetzt, dass das bündig aufliegt. Na? Dann nehme ich die Box einmal raus, lege mir das nochmal hin. Und drückt das dann noch mal ordentlich fest. Falsch rum. So. Dann packen wir unseren Weihnachtsmann da rein. Und jetzt habe ich hier noch das Geschenkband mit Webstruktur in Blutorange. Blutorange? Ja, in Blutorange. Und zwar lege ich mir das jetzt so um den Weihnachtsmann oder um den Boden, schiebt das hier rein, dann machen wir uns da einen Knoten drauf. Schleifchen. Und dann kann man das schön an der Schleife rausziehen. Dann habe ich das Oval hier noch. Das bestempeln wir noch ein wenig. Und zwar bestempel ich das mit der Farbe Jade. Fröhliche Weihnachten stempel ich mir da drauf. Das kommt aus dem Set Weihnachtswerkstatt.
gucken, dass wir das einigermaßen mittig. Ja, das sieht gut aus. Sieht nach mittig aus. So, dann habe ich hier schon meine zwei Schneeflocken. Dann nehme ich mir jetzt die kleinen Glue Dots. Da ist noch einer. Und da schaue ich jetzt, dass genau die Mitte auf dem Glue Dot ist. Die klebe ich mir dann hier schon mal hin. Einen da. Und einen auf die rechte Seite. Dann nehme ich mir noch ein paar Strasssteinchen in Rot. Wenn Sie denn möchten, jetzt. Oben noch einen hin. Dann nehme ich mir noch Dimensionals. Dann nehme ich jetzt die großen. Zwei Stück. Einmal und zweimal. Und das mache ich dann hier noch mittig drauf. Und dann sind wir schon fertig. Eine kleine Mini-Matchbox. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Über einen Daumen nach oben, Abo, freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.